So, herzlich willkommen zu einem Unboxing-Video. Diesmal geht es um ein Fitnessarmband. Und so ist es natürlich immer schön, wenn man sich ein bisschen motivieren möchte. Das Ganze ist aber hier nicht nur ein Fitnessarmband, sondern kann sich auch mit dem Handy verbinden und somit könnt ihr auch benachrichtigt werden, wenn jetzt ein SMS reinkommt oder wenn ein Anruf etc. Solche Sachen könnt ihr dann auch dran sehen. Und das ist eine sehr nützliche Sache. Ich habe sowas schon mal gehabt, ist mir dann leider kaputt gegangen. Nicht von diesem Hersteller, sondern von einem anderen, vor längerer Zeit. Und deswegen war es in meiner Zeit, mir wieder ein neues zu gönnen. Und ja, dann schauen wir mal. Das Tolle ist, hier sind auch noch Ersatzarmbänder dabei. Oder je nachdem, welche Armbandfarbe ihr jetzt bevorzugt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Frau seid, ist, denke ich mal, hier diese Farbe eher geeignet als, ja, als jetzt zum Beispiel blau. Schön. Dann schauen wir uns das mal an. Ich bin schon sehr gespannt. So, das Ganze hat auch noch eine Uhr dabei, wie man sehen kann. So, es ist jetzt nochmal hier so aufgeklebt, ne? Kann nicht wundern, dass die Auflösung jetzt hier wirklich so ist. So, ich schaue jetzt gerade mal nach, ob man das. Erstmal schauen, wie das Ganze hier. Hoppala, wie das Ganze hier anzumachen geht. Schön, in Deutsch gibt es hier auch gleich eine Gebrauchsanweisung. Auch Quick Start Guide. Könnt jetzt das Ganze mal so sehen. Ich werde es mal jetzt ein bisschen scharf stellen. Genau. Und hier auch noch mal in anderen Sprachen. Gut. Jetzt schauen wir mal, was das Ganze hier wiegt. Ist auch immer eine Sache, man trägt es ja immer täglich bei sich. Dann möchte man auch nicht zu viel Gewicht bei sich tragen. Oh, toll. 18 Gramm, das ist ja wirklich nicht viel. Das ist ein Witz. So, was wiegt denn so ein Armband? Dann können wir ja gleich mal sehen, was so die Differenz ist. Also ein Armband wiegt 10 Gramm. Das heißt, 8 Gramm wiegt der wie dieser Schrittzähler. Das Ganze überwacht auch den Schlaf. Ganz tolle Sache. Und so, ich zeige jetzt mal diese Ersatzarmbänder hier vom Nahen. Die Schärfe stellen. Als angenehmes Material. Ich muss jetzt erstmal schauen, wie das Ganze jetzt hier angeht. Da habe ich mir jetzt das Ganze natürlich noch nicht so angeschaut, weil ich euch erstmal zeigen wollte, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Aber wo ich mir jetzt hier einlese und dann könnt ihr schon mal in der Zwischenzeit mache ich mal hier Pause. So, grüßt euch. Diesmal wollte ich euch mal zeigen, wie das Armband jetzt genau funktioniert, wenn es aufgeladen ist. Und ja, man kann es hier schon sehen, wie das Ganze hier aussieht. Ich mache jetzt gerade mal das Armband hier dran. Das ist auch wirklich eine ganz einfache Methode. So. Hier gibt es dann hier die Möglichkeiten, zwischen den einzelnen Bereichen hin und her zu gehen. Man sieht hier auch die Uhrzeit, klar, ist jetzt noch falsch eingestellt, aber das kann man dann quasi alles machen. Also man muss hier passiert nichts, sondern man hat hier extra so einen kleinen Bereich und wenn man da drauf klickt, ganz leicht, also wirklich, ja, vor allen Dingen auch gut lesbar, wie man hier sieht. Ja, schöne Sache. Ich werde euch auf jeden Fall noch mal noch ein paar Bilder zeigen, wie das dann aussieht, wenn das Ganze verbunden ist. Schön.